Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Renate mit Aufgebraucht, vierter Teil. Vierter und letzter Teil, also vorläufig. Das war's dann. Ich habe gemerkt, dass ich viele Masken irgendwie, weil ich die meistens unten nehme, nicht in der Kiste habe. Egal, müsst ihr euch denken. Also erstmal das altbewährte SBC, Simply Beautiful irgendwas, Coconut and Plumeria, Shimmer. Skincare Gel. Ich glaube, wir hatten da neulich auch eine Halbliter Flasche. Ja. Halbliter war das. Das gibt es bei QVC exklusiv und das ist absolut das Lieblingskörperpflegezeugs von dir, ne? Vom Herrn des Hauses. Weil das ist reine Feuchtigkeit, also kein Fett, ne? Weil, und das zieht gut ein und schützt die Haut und riecht gut, also nicht parfümiert, einfach toll. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Sorten, das gibt es auch als Duschgel und als alles Mögliche, weiß ich jetzt gar nicht, Badezeugs und so. Und ja, das werdet ihr immer wieder bei uns sehen, das verbrauchen wir immer wieder. Ne? Oh, Gesundheit. Danke. Ich habe gar keinen frischen Spruch gemacht. Ja. Und dann hat man hier genau Handseife. Die hatten wir mal von Action geholt. Handseife, Flower Hand Cream. Ein Liter Handseife. Damit hast du aber die kleinen Dinge, die du immer hast, aufgefüllt, ne? Oder? Nee. Ich benutze ja keine Flüssigseife. Ich nehme nur Stückseife. Ich mag Flüssigseife nicht. Ich habe es versucht. Was war das? Du hast gegähnt. Ich erzähle mir einen Wolf und du hast einfach gegähnt. Ja, du erzählst das ja nicht für mich. Du bist müde, hm? Nö. Hier ist meine... Ach, da ist schon wieder ein Haar von mir. Schrecklich. Eine ganz bevorzugte Creme von Linola. Atmungsaktiver Schutzbalsam ist das. Und zwar für den Intim- und Po-Bereich. Also solltet ihr mal irgendwie... Es geht nicht nur um den Intim- und Po-Bereich. Irgendwo irgendeine Hautirritation haben. Wo auch immer. Also ich denke mir nämlich, wenn es für diese ganz empfindlichen Bereiche gut ist, dann kann es für den Rest des Körpers nicht schlecht sein. Wenn also irgendwo eine Hautirritation ist, dann benutze ich das und ich bin sehr zufrieden damit. Das gibt es in der Apotheke. Linola. Das kriegte damals mein Sohn, als er ganz klein war. Linola Fettsalbe musste ich den immer mit einkaufen. Denn er hat eine sehr empfindliche Haut gehabt. Rothaarig. Der ist echt rothaarig. Ich nicht. Ich bin nicht echt rothaarig. Ja, dann haben wir hier. Ach, das war eine Tube-Maske. Hyaluron von Beauty Mask Company mit Hyaluron. Ja. Ist leer. War schön. Na gut, ich liebe Tubmasken. Es ist eigentlich blöd, ne? Weil man könnte es ja aus der Tube nehmen, aber es ist so ein schönes Gefühl, dieses Vlies auf der Haut. Ich mag das. Wo warst du her? Ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich aus einer Box. Ja. Das finde ich absolut bewundernswert bei Unbox Butterfly Nicole. Die macht wirklich tolle Excel-Listen. Und die schreibt immer genau auf, aus welcher Box sie das hatte oder also es gekauft hat. Und kann bei den Aufgebraucht-Videos dann immer dann dabei sagen, wo sie es her hatte, auf was es gekostet hat. Und also, toll. Ich bewundere das sehr. Ich krieg's nicht hin. Das tut mir leid. Bei mir ist es mehr so, wie es gerade kommt. Das ist natürlich immer wieder eine schöne. Davon habe ich schon ganz viele gehabt. Von Garnier Skin Active Hydra Bomb. Die ist... Richtig schön. Ich mag sehr, dass das Vlies ist weiß und da ist eine blaue Schutzfolie drauf. Manchmal kommt eine Maske, da steht, entfernen Sie die helle Folie, die helle Schutzseite. Und dann denke ich, das ist beides hell. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Also auch bei Augenpads ist mir das schon passiert. Auf jeden Fall klasse, wirklich, die Garniermasken. Außer... Was ich nicht gut finde von Garnier, da haben die so eine Doppelmaske. Da ist unten ein Vlies drin, das ist trocken oder umgekehrt. Auf jeden Fall eine Seite ein Vlies, trocken, andere Seite Flüssigkeit, Serum. Und dann soll man das Serum in das Vlies reinlaufen lassen, aber irgendwie ist das nicht genug für das Vlies, finde ich.
Ich habe lieber, wenn das Vlies direkt feucht ist. Ja, aber die ist sehr gut. Ein Wellnessbad, Rosenölbad, totes Meerbadesalz. Hast du benutzt? Ja. War's schön? Hat auf jeden Fall rosig gerochen. Jo. Naja, das ist eben ein Salz, was ein bisschen nach Rosen Warum liegt. Viele Worte machen, ne? Genau. Habe ich schon gesagt, dass in einem was verlost wird wieder. In einem, soll ich zeigen? Kannst du machen, wie du lustig Es sind zwei unterschiedliche Päckchenmasken, wie gesagt. Ich liebe Tuchmasken. Und der Herr des Hauses weiß, dass ich die liebe und deshalb kommt er immer wieder auf die Idee, Tuchmasken zu kaufen, um die zu verlosen. Also wir haben einmal das Päckchen hier, goldene Folien-Tuchmaske, dann diese Onesie-Maske. Also die darf man natürlich nur anziehen, wenn man entweder so einen Jumpsuit oder einen Onesie-Schlafanzug hat. Also so ein Teil in einem durch. Nein, ist nicht wahr. Kann man immer anziehen. Dann hier die sieht so aus. Ja, wie so ein Totenkopf, ne? Ein lustiger Totenkopf. Dann die, ganz poppig. Und die, was sollst du sein? Weiß nicht. Eine Maske. So, das ist das eine Päckchen. Durch die Nacken. Genau. Und das andere Päckchen. Ja. Also man kann nicht sagen, ich möchte dies oder jenes, das ist einfach. Aber die Sternenmaske, die ist in beiden. Die Folienmaske ist in beiden, genau. Die ist schön, ne? Eine Showmaske, also da kann man mit auf die Bühne praktisch, mit der Maske. Keiner erkennt einen. Oder eben raus vor die Tür. Genau. Je nachdem. Glow-Away-Maske mit wilder Rose. Dann haben wir hier Get Ready Maske mit Vitamin C. Dann, was bist du? Ah, auch eine Onesie Maske. Siehst du, die hast du in beide reingepackt. Und eine Coconut Maske, Fruity Face Sheet Mask. Ja, die beiden Päckchen gibt es diesmal zu verlosen. Also zwei von euch können je ein Päckchen Masken gewinnen. Und welches müsst ihr euch dann überraschen lassen? Überraschen lassen. So, was habe ich hier? Ah, Manakata. Oh, ein Fixing Powder. Perfecting Powder heißt es hier. Es ist leider leer. Aber es war klasse. Es ist richtig kratzeputze leer. Gar nichts mehr da. Das war richtig klasse. Also von Manakata sowohl der Lippenstift. Der ist absolut der beste überhaupt. Und das ist auch klasse gewesen. Also. Top. Ich packe das alles hier unten in den Beutel, damit ich weiß, welches ich schon hatte und welches nicht. Dann habe ich hier einen, den fand ich gar nicht gut. Von Catrice ein, wie heißt das, Concealer. Und zwar finde ich, also die Farbe war okay, ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe. Man dreht also, dann kommt da vorne Zeugs raus. Aber ich finde das ganz eklig mit dem Schwärmchen. Das wird nicht schöner mit der Zeit. Wirklich nicht. Also. Ich mag das nicht. Habe ich festgestellt. Ich habe noch eins mit Schwämmchen. Ich versuche es auch aufzubrauchen. Aber ich habe lieber, wenn es nicht ein eigenes Schwämmchen hat. Das kann jeder halten, wie er möchte. Die Farbe ist okay, aber ja. 020 war es. Warm Honey. Wie gesagt, ich finde nur das fies mit dem Schwämmchen. Mag ich nicht so. Dann natürlich ein Lippenpflegestift von Freiöl. Einfach klasse. Da gibt es nichts. Habe ich auch wieder alles rausgepult, was ging. Weil das wirklich gut ist. Von Freiöl, die Sachen sind wirklich klasse. Ich habe im Moment auch eine Hautpflegemilch, glaube ich, mit so einem Pumpspender. Das zieht gut ein. Die Haut wird weich und sanft und ist unparfümiert. Einfach klasse. Ja, und bei einem meiner Videos habe ich ja, das war das Apothekenbox, ne? Ne, bei der Barbara Box, genau. Da gibt es ein Freiöl, Gesichtsöl zu gewinnen. Ja. Einiges über 20 Euro kostet das eigentlich. Also das nicht vergessen. Ne? Dann habe ich hier was Kleines. Ach, das habe ich auch geliebt. Ich weiß, manche mögen es gar nicht.
The Pearl Freshener Pearl Primer, ein Primer. Und wirklich, da hat man irgendwie keine Poren mehr. Das ist, also man nimmt ein kleines bisschen, es ist jetzt wirklich ratzeputzleer. Ne? Hat so einen leichten Rosé-Schimmer gehabt, aber da kommt ja das, die Foundation noch drüber. Wenn man das über, ne, so ganz, ganz bisschen nimmt, dann sind die Poren weg. Also nicht dauerhaft natürlich, aber die werden abgedeckt. Einfach klasse. Ist von Benefit. Hat Benefit nicht einfach tolle Produkte? Ja. Tolle Augenbrauenprodukte. Alles, also, und das auch, ja. The Pore Freshener, Professional, genau. Nicht Professional, Professional, wegen der Poren. Klasse. Klasse, klasse. Habe ich auch in mehreren Sorten schon gehabt. Also in Weiß, in Beige und was weiß ich. Noch ein Lippenpflegestift von Lavera. Auch leer, leer. Leer, leer, leer. Auch sehr gut. Also das sind beides so Pflegestifte, die lassen sich gut auftragen. Pflegen die Lippen. Mehr will ich gar nicht. Also ich habe einen, den habe ich noch in Benutzung. Das dauert aber noch eine Weile, weil da kaum was auf die Lippen kommt. Der ist dermaßen hart. Noch trotzdem aufgebraucht. So bin ich. Ach so, den habe ich einfach ausgesortiert. Der ist mir zu alt geworden. Ein kupferfarbener Augenlidschattenstift. Ich mag gar keinen Lidschattenstift. Ich sage, der ist schon älter und nee. Der musste jetzt von mir weggehen. Dann haben wir eine Sensodyne, hast du reingetan. Ja, unser Lieblingszahnpasta. Ne? In allen Formen Sensodyne immer gut. Ne? Was haben wir noch? Ach ja, da habe ich eine Foundation aufgebraucht. Sieht so aus, als wäre da noch was drin, ist aber gar nicht. Von L'Oreal Perfect Match. Mit so einem Pumpspender. Der sieht aus, ne? Ich habe den natürlich am Schluss gar nicht mehr sauber gemacht. Von L'Oreal. Hat mir gut gefallen. Aber der von M. Assam, dieses Soufflé, wie heißt das denn noch? Machen Down-Werbung mit, ne? Dieses Töpfchen, das sieht aus wie Schokoladensoufflé. Und ganz einfach aufzutragen. Wunderbar, liebe das. Na, wie heißt das denn? Na, die machen auf allen Kanälen ständig Werbung dafür. Man kann das gar nicht. Perfect, glaube ich. Nee, da, genau. Das heißt Perfect Match und das heißt Perfect Time, glaube ich. Ich kann es nicht beschwören, aber es ist toll. Es ist toll. Ich habe es schon ganz oft angepriesen. Vielleicht war hier auch ein leer. Nee, beim letzten aufgebraucht, da hatte ich ein Töpfchen leer. Und das nächste ist fast leer übrigens. Das kommt demnächst dann auch. Wo wir gerade von Benefit sprechen. 24 Stunden Brow Setter. Ein tolles Ding. Habe ich jetzt übrigens auch wieder in Benutzung. Ist leider ratzeputze leer. Da ist so ein Gel drin. Und es hat so ein Bürstchen. Kann man das sehen? Bürstchen. An den beiden Seiten hat es ein Bürstchen. Ein bisschen mehr in die Hand rein. Ja, nicht so weit. Ein bisschen raus. Gut, so, stopp. So, man kann also wunderbar... Also ich mache es so, ob es so sein soll, weiß ich nicht. Ich mache es so, dass ich zuerst mit dem Augenbrauenstift dann Pinsel, also ich habe ja Härchen, aber die sind so hell, dass man die eigentlich gar nicht sieht. Und dann komme ich hier mit, gebe mir da was drauf und mit den kleinen Bürstchen streiche ich dann so in Form. Und das hält wirklich den ganzen Tag. Ganzen Tag. Auch von Benefit. Wirklich klasse. Ich sag ja, Benefit hat tolle Sachen. Was haben wir hier? Ach, die Zahncreme aus Kokosöl, Pfefferminze und Zitrone von New York. Ja, kann man nehmen, muss man nicht. Ich habe es genommen, aber begeistert war ich nicht, ehrlich gesagt. Du hast es gar nicht probiert. Du Nein, ich so, nehme meine Zahnpasta und... Du nimmst den so dünne und fertig. Ist ja auch meistens, aber die war in einem Paket drin gewesen und dann bin ich auch neugierig. Also kaufen würde ich sie mir nicht. Und sie war auch noch teuer. Also, wie gesagt, sie war ein Päckchen. Naja, die Sensodyne ist natürlich auch teuer im Verhältnis.
Ja, aber sie ist obwohl, auch wirklich gibt, gut. Also es gibt man hat noch teurere. Wenn man empfindliche Zähne hat, so auf heiß oder kalt oder so, das geht damit weg. Wirklich. Ne? Ja. Also, dann habe ich hier eine Maske Golden Milk von, na? Von DM auf jeden Fall. Von DM. Ja. So eine Crememaske. Ne? Das war ganz schön. Ist zwar mal keine Fließmaske, aber sowas benutze ich ja auch öfter. Und zum Schluss, wenn dann noch was da ist, zieht ja nicht alles ein, kann man das mit einem Tuch ein bisschen abnehmen, je nachdem wie dick man es drauf gemacht hat. Und ansonsten ein bisschen einreiben. So mache ich das. Ja, meine Haut mag das. Guck mal, da hat man Blender Med 3D, die hat ewig gedauert, ne, bis wir die auf hatten, weil wir das eigentlich nicht mögen, diese White Zahncreme. Die habe ich immer zwischendurch genommen, aber ich bin da nicht so begeistert von. Ach ja, hier, das war auch gut. Rescue Butter von Dr. Botanicals. Und so eine Apothekenmarke heißt das angeblich. Das kann man wirklich überall von oben bis unten, wo die Haut ein bisschen mehr Pflege braucht. Ne? Das ist wirklich, also klasse, absolut klasse. Das ist auch nicht preiswert, aber ich kann es wirklich empfehlen. Von Dr. Botanicals, die Sachen sind eigentlich immer klasse. Ja. Hier steht auch Lemon Superfood All in One Rescue Butter. Also alles in einem Rescue, ne? Rettungsbutter. Sehr gut, sehr gut was. Wasser kommt hier, kommen kleine Stifte. Ach ja, von Clinique eine Mascara habe ich leer gemacht. Die mag ich sehr gerne. Erstens mal krümelt sie nicht und zweitens, ich mag so gerne so kleine Dinger, weil ich mir damit nicht immer ins Auge steche. Wie gesagt, dieses Auge ist blind und dieses sieht nicht gut, sobald ich die Brille ausziehe. Und dann muss ich bemühen zu treffen. Ne? Ich weiß ja so in etwa, wo es ist. Aber ich steche mir mit den langen wirklich so oft ins Auge. Letztens hatte ich das Weiße ganz schwarz gemacht. Ich weiß, das klingt eklig. Das war auch eklig. Ich habe es mir dann mit einem Wattestäbchen. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich mag jedenfalls sehr. Und hier von Clinique ist natürlich eine feine Firma. Gute Sache. Leer. Einfach leer. Oh ja, den habe ich auch leer gemacht. Ein Brauenstift. Eine Seite ein Spoolie, so ein Bürstchen. Mhm. Bürstchen. Naja, ihr wisst schon. Von Winky Locks. So. Und andere Seite eben so ein Stift. Aber da ist alle. Das ist alle. Ne? Den konnte man so rausdrehen und dann relativ breit, aber kann man ganz feine Striche mitmachen. Ja, so war das. Heißt die Firma Winky Locks? Ja. Universal Brow Pencil. Sehr schön war der. So einen ähnlichen habe ich jetzt gerade auch in Benutzung. Und von Benefit habe ich einen im Backup. Der kommt demnächst dran. Und das war hier ein von NYX The Curve, ein Eyeliner. Also das gibt bestimmt Leute, die können das. Ich nicht. Ich nicht. Wo ist er denn? Ach da, ich hatte schon zu viel rausgezogen. Also ich habe, jetzt ist er inzwischen ausgetrocknet. Ich habe es immer wieder versucht, aber gerade mit diesem Ding bin ich vollkommen, geh wieder zu, bitte. Noch eine Kurve, so. Bin ich dermaßen blöd, also ich habe das alles rund ums Auge gematscht, ich kann es nicht. Sehr schade, von NYX. The Curve. Ich verstehe auch den Sinn gar nicht. Wahrscheinlich soll es gut in der Hand liegen, aber für mich ist das nichts. Vielleicht für euch, für mich nicht. War auch aus einer Box, hätte ich mir nie gekauft. Guckst du so kritisch? Hm? Du denkst auch, was tun Frauen sich da an? Ne? So blöd möchtest du mal sein, ne? Das ist aber von dir auf deinem Mist gewachsen. Pflegeduschcreme Himbeerkirsch von Real. Nee, das war auch in einer Box. Nee. Ja, aber garantiert. Habe ich nicht gekauft.
Und ich komme nicht zum Real. Ja, wann bin ich denn das letzte Mal beim Real gewesen? Als er noch vor der Flut war das. Ja. Ja. Aber, ich weiß nicht. So weit auf jeden Fall nicht. Eine Pflegeduschcreme ist schon länger leer wahrscheinlich. Ja, wir hatten hier im Ort in Erftstadt einen tollen großen Real über 2 Etagen. Ach, wir hatten so vieles. Wir hatten ein Krankenhaus. Und naja, aber das kommt ja wieder. Ja, das Krankenhaus kommt dann wieder. Und dann eben noch moderner. Und jetzt kommt Stadtreal, dann irgendwann ein Kaufland dahin. Ja, wie ist das ja letztes Jahr im Juli, die große Flut. Und dann war nicht nur unser Keller unter Wasser, sondern wirklich ganz, ganz, ganz vieles und viel schlimmer als bei uns. Wir hatten Glück, wir hatten nur Grundwasser im Keller. Bei den anderen war diese ganze elende Matsche mit Heizöl und was nicht alles, Fäkalien und so. Da war das Krankenhaus unter Wasser und eben alle Supermärkte im Ort. Und der Real ist noch, also jetzt wird da umgemodelt zum Kaufland. Aber die ganze Tiefgarage, da ist die ganze Elektrik und Versorgung, ne, so heißt das, alles unter Wasser. Und das ist ja jetzt schon ein Dreivierteljahr her, ne? Fast ein Dreivierteljahr. Aber die Schäden sind überall noch sichtbar. Wirklich. In Blessem da. Die armen Leute. Wirklich. Ne? Ja. Das ist... Ach, der war wunderbar. Von Real Her. Augenbrauenstift. Da ist auch ein Spoolie. Ein Mini-Spoolie. Ein ganz dünnes. Ganz toll. Und an der anderen Seite ein ganz feiner, dünner, leider auch leerer Stift. Und den habe ich noch im Backup. I am strong heißt der. Großartig. Großartig. Backup heißt natürlich Vorrat. Ich habe noch was von SPC gefunden. Ein von SPC. Coconut. An ja, Plumeria. Das war die halbe. Das war die halbe. Aber wir hatten neulich schon eine davon. Ach, wir haben die alle schon des Öfteren gehabt. Ne? Egal welche Marke. Ja, halbe Liter Flasche. Da, SPC. Lieblingsmarke vom Herrn des Hauses. Da kommen noch kleine Dinger. Ach ja, Wolke 7. Ach, hier sind alles kleine Härchen dran. Hast du gemacht? Wolke 7 von Vanessa Mai. So ein Pflegestift. Stift ist gut, ne? Von Alverde heißt das. Lip Oil, Lippenöl war es. Es ist leer. Kirsche könnte ich nicht mal sagen, nicht behaupten, aber es ist leer. Dann eine kleine Handcreme von Spirit Time. Ich weiß auch gar nicht, wo die hier waren, aber beim letzten aufgebraucht war auch was davon dabei. Und es ist ratzeputz leer. War schön. Sowas habe ich am Nachttisch liegen. Kann ich da auch die Hände eincremen. Jetzt sind wir gleich leer. Ja. Eine Mascara von Physicians Formula Organic Wear. Ist nicht mein, also ich habe von denen einige wunderbare Sachen von Physicians Formula. Wirklich, diese Mascara hat nicht dazu gehört. Dieses ziemlich plumpe Bürstchen, ihr ahnt es schon, ne? Ist irgendwie nicht meins gewesen. Ich habe es benutzt und auch soweit aufgebraucht, aber würde ich mir nicht kaufen. Ich weiß auch nicht, warum die Form so sein soll. Das ist wieder das gleiche wie mit dem Eyeliner irgendwie. Du guckst. Naja, das ist. Wenn die das jetzt gerade gemacht hätten, dann wäre mehr reingegangen und so. Ja, kann schon. Geht weniger rein. Es sind 7,5 Gramm. Ja. Für so ein großes Behältnis sind 7,5 Gramm ganz schön wenig, ne? Ja. Aber wenn du jetzt so ein kleines Behältnis hättest, dann würden die Leute dann, was, für so ein bisschen soll ich so viel bezahlen? Und dann haben wir hier eine Zahnpasta, ich weiß gar nicht mehr, die war auch in der Box, von Curaprox BU. Ja, Peach, Apricot, also Aprikose, Pfirsich. Ja, ich habe sie benutzt, zwischendurch, würde ich nicht kaufen, sehe ich den Sinn nicht. Nee, dann kauft man lieber eine Pfirsich und einen Apfel so. Genau. Oh, das ist aber was Schönes hier, ja. Eine Handcreme von Caudalie. Caudalie ist einfach immer gut, egal was. Also das hier war, ja, eine
Repair Handcreme von Caudalie. Wunderbar. Wunderbar. Jederzeit wieder. Was bist du gewesen? Ein Pröbchen. Skinnisser, Repair, Cleanser für die tägliche Reinigung. Ja, da war wahrhaftig wenig drin. 3 Milliliter. Ich weiß gar nicht, warum ich das dann aufbewahrt habe, aber ja. Muss man nicht haben. Muss man nicht haben. Ich habe noch einen Lippenpflegestift. Offenbar benutze ich sehr viel Lippenpflegestift. Ich habe da jetzt auch 3 in Benutzung. Im Wechsel. Ja, du benutzt sehr viel. Ja, ich weiß. Habe ich auch alles rausgepult, was ging. Von Biocura Med heißt das. Markenprodukte. Ja, der war auch gut. Die meisten Lippenpflegestifte sind gut, wirklich. Ne, stimmt? Ja. Aber ich habe keine Ahnung. Ja. Ich wusste das. Ach ja, dann habe ich hier ein Vitaminspray von Evo Visage. Ja. Hat sich inzwischen braun gefärbt. Ja klar, und Vitamin C ist natürlich verdirbt an der Luft. Oh, ein Haar von Undine. ja, ist leer. Nützt jetzt nichts. Ja, das hat man eben, das war auch aus einer Box gewesen. Von Evo Visage eben. Ja. Ich könnte nicht sagen, dass es mich in irgendeiner Form schöner gemacht hat. Ich weiß nicht, ich würde es nicht kaufen. Ja, bei dir ist ja auch das Problem, du bist ja schon vorher schön. Was soll das denn noch bringen? Du bist so charmant. Ja, so süß. Ich weiß. Du weißt genau, dass die Frauen jetzt alle sagen, oh, der ist so lieb. Und ich muss euch eins sagen, es ist wahr. Er ist so lieb. Er ist wirklich so lieb. Und jetzt trinke ich mal gerade einen Schluck auf die Liebe. Falls ihr unseren Kater Sammy vermisst, der liegt eingedreht auf der Couch, hat die Augen zu und schläft tief und fest. Snuggy schläft oben, der ist auch nicht da. Und Undine liegt auf ihrem, die hat ein, so ein Körbchen, so ein orthopädisches Körbchen, Bettchen. Und davor hat sie so einen Teppich und das ist praktisch ihr Balkon. Und der liegt, der hat den Kopf in der Sonne, ne? Und schläft auch. Alles schläft. Nur wir bin ich, ne? Dann habe ich noch von Coraprox eine Zahnpasta. Ja, wie gesagt, ich würde es nicht kaufen. Ich habe es benutzt. Wenn es da ist, wird es benutzt, aber... Moment, jetzt sind wir gleich tatsächlich durch. Fast. Fast sind wir durch. Ich habe von Revolution ein Augenbrauengel gehabt. Habe ich jetzt übrigens auch eins. Habe ich auch total aufgebraucht. Ich finde das von Benefit besser. So, jetzt habe ich es gesagt. Es war nicht schlecht, wirklich nicht. Auch leicht zu handhaben mit dem kleinen Bürstchen. Aber Benefit hat ja auch so ein kleines Bürstchen und ich finde es noch besser. So. Aber es hat gut gehalten. Also seinen Zweck hat es auf jeden Fall erfüllt. Dann habe ich einen kleinen Kajalstift aussortiert. Der ist inzwischen dermaßen runter. Das war ein dunkles Grau und der durfte jetzt mal gehen. Und dann habe ich noch mein Lieblingsdeo hier von Aldi. Antitranspirant Sensitive Care. Das kann man sogar nehmen, wenn man gerade frisch rasiert ist. Dann brennt es nicht. Von Ombia. Es ist mit Aluminiumsalzen. Wer es nicht nehmen möchte, kann ich verstehen. Ich liebe es, ich bin super zufrieden, ich nehme das bestimmt seit 30 Jahren und finde es einfach klasse, denn es wirkt. Es wirkt einfach. Es tut das, was es tun soll. Und dann ist noch ein Lippenpflegestift hier. Was war hier? Ach, das war auch eine Haarkur, genau. Haarkur Apfelblüte, Frühlingshaarkur von Swiss Opa. Das war gar nicht schlecht. Hat mich sehr erinnert an die Haarkuren, die meine Tante früher so benutzt hat. Da gab es diese Form nämlich auch schon. Vielleicht ist das sogar die gleiche Marke, ich weiß nicht. Die war nicht schlecht. Ja. Und dann noch von Biocura einen Sensitive Mate, einen Lippenpflegestift. Da habe ich tatsächlich nicht rausgepult, was noch da. Aber es kommt nichts mehr raus. Ja. Ich bin aber noch ein Teil. Was bist du denn?
da in der Ecke. Ah, von Dr. Barbour. Eine intensive, beruhigende Creme. Ja, muss man dazu was sagen? Es ist von Barbour. Es ist von Barbour und Barbour ist wirklich immer super gut. Und es ist leer. Ich würde es jederzeit alles von Barbour wieder nehmen. Alles. Ja. Das war's, ihr Lieben. Nee, da ist noch an der Seite was. Ich habe noch gelogen, da ist noch was. Ah, Eigelpads, genau. Augenpads von Dr. Susanne von Schmiedeberg. Ich habe mir wunders was davon erwartet. Die waren auch in der Box gewesen. Aber, ganz ehrlich, ich finde die von Action zum Beispiel wesentlich besser. Und, naja, ich könnte jetzt noch etliche andere Marken nennen, die ich viel besser finde als die. Die haben mich echt enttäuscht. Da war mir nicht genug Serum drin. Also, nee, ich war nicht begeistert. Man kann sie nehmen. Vollkommen okay, aber es gibt bessere. Da steht noch drauf, dass man hinterher dann noch einklopfen soll. Da war nichts mehr hinterher. Zum Einklopfen? Nee, war weg. Leer. Und dann noch ein kleines Tütchen. Was warst du? Haselnuss-Peeling, Magical Time. Ach ja, Peeling-Effekt für Gesicht und Körper. Ja, das habe ich am Körper verwendet und das war gut. Peelings sind eigentlich immer gut. Ne? Das war von... Na, auch von DM. Das war auch so ein doppeltes Tütchen irgendwie, aber weiß nicht, wo die andere Hälfte habe ich aber auch verbraucht. Das war's aber, ihr Lieben, mehr ist nicht da. Denkt an die Verlosung, zwei Leute können das gewinnen. Und sollten wir wirklich irgendwann mal über 1000 kommen, also nicht jetzt bei 1001, jetzt sag mal, wenn es 1010 würden, da halte ich es mit Irene, dann machen wir eine richtig große Verlosung. Und ansonsten gibt es immer wieder Verlosungen, egal wie viel, wie viel. Aber irgendwie scheint das so eine Art magische Grenze zu sein. Der Herr des Hauses fragt schon immer und. Ich habe sonst eigentlich nie danach geguckt, wie viele Abonnenten wir haben. Denn, naja, wir machen das aus Spaß, ne? Weil es uns Spaß macht. Und es macht uns Spaß. Ja, aber vierstellig hört sich besser an wie dreistellig. Also? Nein. Nein. Also, ich weiß das. Dass ich jetzt kommen musste. Jetzt wollte ich ja mal wieder zeigen, wie ich hier leiden muss. Klugscheißen mit Renate. Genau. Sagt Rolf ja immer, so ist es. Ne? Also einer von euch kann das bekommen und einer das. Einfach ein kleines Giveaway. Wie gesagt, mein weltbester Ehemann liebt es, Sachen zu verlosen und ich auch. Ne? Genau. Genau. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Ich versuch's nochmal mit dem Herz. Ich habe jetzt im Fernsehen aufgepasst, wenn die Leute das machen. Also im Moment, warum wollen meine Finger das nicht machen? So in etwa, kriegt ihr ein Herz von mir. So geht das. Ich kriege einen Daumen hoch dahin. Ich hab euch alle lieb. Macht's gut, ihr Süßen. Bis dann. Tschüss.